Hallo zusammen, ich bin der Dominik von Holzhandwerte und wir starten heute mit unserer Serie Handhobel. Wie schon im Teaser angekündigt, gibt es eine große Auswahl an Handhobeln, ob die jetzt aus Holz sind oder wie hier aus Metall. Da werden wir nach und nach drauf eingehen. Ich zeige euch jetzt im ersten Schritt, wie man einen Holzhobel einstellt. Und ja, für viele ist das erstmal ein Buch mit 7 Siegeln, dabei ist das eigentlich gar nicht so kompliziert. Schließlich wird so ein Hobel schon seit Jahrhunderten verwendet und ja, seit Jahrhunderten haben die Leute es auch verstanden, wie das funktioniert. Und darum, denke ich mal, kriegen wir das auch hin. Wir beginnen mit dem Schrupphobel. Der Schrupphobel ist relativ schmal im Vergleich jetzt zu unserem Doppelhobel später. Und wir werden jetzt erstmal den Keil und das Eisen hier rausholen. Hier hinten gibt es einen Schlagknopf. Bei ganz alten Hobeln gibt es da noch gar keinen Schlagknopf. Der verhindert einfach nur, wenn wir jetzt hier mit dem Hammer darauf hauen, dass das Holz allzu sehr beschädigt wird. Je nachdem, wie treffsicher man ist, landet man dann ab und zu trotzdem noch mal im Holz. Ich gebe jetzt hier mit meinem Hammer ein paar kräftige Schläge drauf. Das sorgt dafür, dass durch die Massenträgheit der Hobelkörper nach vorne rutscht. Das Eisen bleibt aber sozusagen stehen, ja, Trägheit der Masse, und rutscht dadurch nach und nach nach hinten raus und irgendwann ist das Ganze so locker, dass wir das dann entfernen können. Ja, also das sitzt hier einmal fest. Wenn ich jetzt hier gegenschlage, ein paar kräftige Schläge, dann löst sich hier einmal der Keil, ups, und das Eisen. So, wenn wir uns das Eisen jetzt hier ansehen, sieht man schon, das ist beim Schrupphobel hier oben abgerundet. Ja, und das hat seinen Sinn, werden wir gleich zu kommen, wenn wir dann unser Brettchen bearbeiten. Ich habe jetzt hier meinen Hobel in der linken Hand und greife den im unteren Drittel, lege jetzt hier oben das Eisen ein und habe hier meinen Keil und drücke den hier schon so ein bisschen an. Noch nicht feste, einfach nur, dass der hier drin sitzt. Und habe jetzt vorher das Eisen so gelegt, dass es so 2-3 mm hinter dem Hobelkörper verschwindet. Jetzt habe ich hier meinen Hammer und gebe mit leichten Schlägen aufs Eisen einen Vortrieb, dass das Eisen irgendwann hier im Ansatz zu sehen ist. Ich habe also jetzt immer wieder diese Bewegung, dass ich den Hobelkörper hier in meiner linken Hand immer wieder drehe. Ja? Kleiner Schlag geben, wieder umdrehen, kontrollieren, ob das Eisen dann rausguckt oder nicht. Und das mache ich jetzt immer wieder abwechselnd. Kleiner Schlag hier drauf, wieder nach vorne gucken, kleiner Schlag hier drauf, nach vorne gucken. Beim Schrupphobel wollen wir, dass das Eisen so ungefähr 2 mm zu erkennen ist. Können auch mal 3 sein, je nachdem, ob das jetzt eher ein härteres oder ein weicheres Holz ist. Ich will jetzt also, dass mein Eisen ungefähr so 2 mm hier raussteht. Und ich hoffe, man kann das jetzt erkennen. Ihr seht, wenn wir einmal hier drüber fluchten über den Hobelkörper, dass hier vorne schon ein bisschen von der Schneide zu erkennen ist. Ja? So, das reicht mir noch nicht. Ich gebe hier noch einen kleinen Schlag. Und ja, jetzt habe ich hier schön gleichmäßig so 2 mm rausstehen. Ja. So, wenn ich das gemacht habe, dann gebe ich jetzt 1-2 Schläge hier oben auf den Keil. Der Keil sorgt dafür, dass das Eisen an dieser Stelle dann fixiert wird und beim Bearbeiten nicht mehr nach hinten oder nach vorne rausrutschen kann. Also, 1-2 Schläge hier hinten drauf. Und damit ist das Eisen fixiert und ich kann loslegen. So. Nächster Schritt wäre dann, unseren Doppelhobel einzustellen. Doppelhobel ist im Prinzip ähnlich von der Einstellung, also auch da haben wir wieder einen Schlagknopf. Was noch interessant ist beim Doppelhobel, wir haben hier an dieser Stelle eine Klappe. Also wir haben hier oben ein zweites Stück Metall drauf und das hat den Sinn, dass wir noch ein viel schöneres Hobelbild erfahren können, weil der Winkel, weil der Span sich an dieser Stelle gegen diese Klappe hochkringelt und dadurch wesentlich eher gebrochen wird. Ja? Also das Ganze ist ein Spanbrecher und damit haben wir dann eine schönere Oberflächenqualität. Wir wollen, dass diese Klappe ungefähr, ja, also wirklich nur so ein Hauch zurücksteht, unter einem Millimeter.
Ja, also gerade so, dass die Schneide freigelegt ist, dass wir damit wirklich schneiden können. Wenn die Klappe natürlich über der Schneide steht, ist klar, dann können wir an der Stelle nicht mehr schneiden. Wenn die Klappe zu weit zurücksteht, dann wird der Span nicht frühzeitig gebrochen und das Ergebnis, das schöne Hobelbild, was wir erreichen wollen, können wir so nicht erreichen. Also so knapp wie möglich da dran stellen. Ja, also lasst ungefähr so einen Millimeter zurückstehen, dass es auch gleichmäßig ist. Dann haben wir auf der anderen Seite, gehe ich jetzt hier mit meinem Schraubendreher dran und fixiere das Ganze. Der Vorgang ist auch hier wieder der gleiche. Ja, das wird hier entsprechend eingelegt. Und na, wird auch wieder so ein 2-3 mm zurückstehen lassen, also dass man das Eisen noch nicht sieht. Der Keil wird einmal kurz angeklopft, dass er ein bisschen hält. Und jetzt wird auch hier wieder in abwechselnden Schlägen das Hobeleisen nach und nach rausgeschoben. Ja. Beim Doppelhobel, auch beim Putzhobel, ist es so, dass wir wirklich nur noch ganz feine Späne abnehmen wollen. Das heißt, wir wollen, dass das Eisen gerade so am Hobelkörper sichtbar ist. Also wenn ihr gerade so ein kleines Glänzen der Schneide erkennen könnt, ja, dann sollte der erstmal soweit gut eingestellt sein. Wenn das Eisen jetzt mal ein bisschen nach links oder nach rechts zu weit raussteht, dann gibt es hier seitlich diese Flanken und mit denen kann ich dann mit Hammerschlägen entsprechend, wenn ich auf die rechte Seite schlage, dann dreht sich das Eisen insgesamt auch ein bisschen weiter nach rechts ein. Ja, das heißt, wenn es hier vorher zu hoch stand, dann kann ich das so wieder ein bisschen zurückdrehen und für die andere Seite, also auf der linken Seite, das Gleiche. Ja, ich kann also hier mit leichten Schlägen auch wieder dafür sorgen, dass mein Eisen hier schön gleichmäßig und gerade raussteht. Holzhobel haben wir jetzt eingestellt. Jetzt kommen wir zu den immer beliebter werdenden Metallhobeln. Die sind deswegen so beliebt, weil man sich ja diese für viele vermeintlich komplizierte Einstellung mit dem Hammer spart. Man hat nämlich hier dieses tolle Drehrädchen, mit dem man dann entsprechend das Hobeleisen rein- und rausschieben kann. Wir zerlegen einmal ganz kurz an dieser Stelle unseren Hobel. An dieser Stelle können wir auch sehen, dass hier eine Klappe verbaut ist. Ja, die Klappe hier noch ein bisschen zu weit zurückstehend. Das heißt, auch hier wird das Ganze erstmal wieder gelockert und so weit rangeschoben, dass wir gerade so die Schneide erkennen können. Ja. Auch wieder fixieren. Schauen, dass es gleichmäßig ist. Und jetzt wird das Eisen an dieser Stelle wieder eingelegt. Ja. So weit, so gut. Und an dieser Stelle kann ich jetzt den Keil, also die Klappe hier oben fixieren. Und weil ich ja erstmal die Tiefe von meinem Eisen einstellen möchte, lasse ich das erstmal ja nur handfest angezogen, noch nicht die Feste, die ich am Ende haben möchte. Wenn ich jetzt hier drüber peile, sieht man, das Eisen steht viel zu weit raus, ja, also schon über einen Millimeter. Ich gehe jetzt also hin und bewege diese Rändelschraube so weit nach hinten, dass das Eisen wieder verschwindet und auch hier wieder wie beim Holzhobel unteren Drittel mit der linken Hand anfassen und immer wieder wenden, damit ich mir ansehen kann, wie weit die Schneide raussteht. Also ich starte damit, dass ich das Eisen so weit zurückdrehe, dass es nicht mehr zu sehen ist und jetzt kann ich mich mit leichten Bewegungen nach und nach rantasten, bis ich irgendwann das Eisen erkennen kann. Ja. Jetzt habe ich festgestellt, dass mein Eisen auch ein bisschen schräg steht. Das heißt, ich hole jetzt nicht meinen Hammer raus wie beim Holzhobel und gebe hier Schläge auf das Eisen, sondern ich habe hier diese Lateralverstellung und mit diesem Hebel kann ich dann mein Eisen nach links und nach rechts bewegen. Also peile an dieser Stelle nochmal rüber, dass das wirklich genau parallel liegt und kann jetzt hier mit leichten Einstellungen immer wieder korrigieren, dass das Ganze wirklich gerade ist. Dadurch, dass ich hier angefangen habe, das Hobeleisen nach und nach vorne zu bewegen, habe ich auch vermieden, dass das Eisen mir zurückrutschen kann durch das Spiel, was ich hier an dieser Stelle im Gewinde habe. Wenn ihr also umgekehrt anfangt und das Eisen zu weit rausdreht,
und dann immer weiter zurückdreht, dann kann es euch passieren, dass wenn ihr den ersten Hobelstoß ansetzt, das Eisen nochmal um die Gewindesteigung nach hinten rutschen könnte. Also sichert das Ganze immer, indem ihr nochmal einen leichten Druck in die entsprechende Richtung gebt mit der Rändelschraube, dann ist das Ganze auch fixiert und ihr habt diesen Gewindespiel verhindert. So, auch den habe ich jetzt eingestellt. Jetzt kommt der Punkt, wo ich hier oben meine Schraube festdrehe, damit alles fixiert ist und mir das nicht mehr verrutschen kann. Wenn ich meine Hobel eingestellt habe, egal ob Holzhobel oder Metallhobel, dann ist es nicht zu empfehlen, den danach mit Schwung auf meiner Werkbank abzulegen. Als erstes könnte es nämlich passieren, dadurch, dass ich halt eben hier einen zu starken Impuls gebe, dass sich irgendwie nochmal das Eisen verdreht, was ich gerade so schön eingestellt habe. Das zweite Problem, ich habe jetzt irgendwie kurz Mittagspäuschen gemacht, komme zurück, will mir den Hobel schnappen, greife mir den und beim Hochnehmen habe ich schon irgendwie wieder leicht die Tischplatte beschädigt. Entweder habt ihr ein Stück Restholz, wo ihr den Hobel immer wieder drauf ablegen könnt, oder ihr habt hier einfach so ein Tuch, wo ihr den Hobel drauf ablegt, da wird das Messer nicht beschädigt und ihr habt keine Probleme. Hobel sind eingestellt. Wir können jetzt also mit dem nächsten Schritt beginnen. Und zwar habe ich hier dieses Stückchen Holz, ja, ein kleines Brettchen. Das habe ich mir an der Bandsäge mal grob zurechtgeschnitten. Ja, ist aber noch überhaupt nicht im Winkel. Ich habe noch die Sägespuren drin. Und das möchte ich jetzt einfach nur mit meinem Holzhobel so weit bearbeiten, dass es an all diesen Stellen eine ebene Fläche hat und hier überall im rechten Winkel steht. Wir beginnen mit einer Fläche, die können wir uns aussuchen. Beginnt nicht mit den Schmalflächen, wir machen erstmal eine dieser beiden großen Flächen. Je nachdem, was ihr jetzt für eine Bank habt, könnt ihr unterschiedliche Spannzangen verwenden. Ich habe jetzt heute leider nur die hier. Und mit denen kann ich jetzt mein Holz so einspannen, dass es überall fixiert ist und sich nicht mehr bewegen kann. Ich muss vorher, bevor ich das Ganze jetzt wirklich einspanne und bearbeite, schaue ich mir einmal den Verlauf der Holzfasern an. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ich zeichne euch das mal ein bisschen nach. Die Holzfasern von diesem Stück Holz verlaufen tendenziell in diese Richtung, die ich euch hier gerade mit dem Bleistift nochmal nachzeichne. Ja. Wir können also erkennen, dass die Fasern in diese Richtung verlaufen. Wir wollen immer mit der Faser hobeln, weil wenn wir entgegen der Faser hobeln, ich nehme da immer so als Beispiel, stellt euch vor, ihr streichelt eine Katze. Ja, eine Katze sollte man in der Regel auch nur immer vom Köpfchen nach hinten streicheln. Wenn man das umgekehrt macht, stellen sich die Haare auf und die Katze ist ganz sauer. Beim Holz passiert das Gleiche, die Fasern stellen sich auf und es kann halt eben passieren, dass es da zu Ausrissen kommt. Das zeige ich euch gleich, wie das aussieht. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Holzfasern entsprechend in diese Richtung verlaufen. Das heißt, in diese Richtung möchte ich jetzt auch hobeln. Spanne mir das Ganze hier ein, kontrolliere, dass alles schön fest ist und beginne jetzt hier mit meinem Schrubhobel im 45-Grad-Winkel mich von rechts nach links rüber zu arbeiten. Wenn ich den Hobel an dieser Stelle hier gerade ansetzen würde, dann hätte ich das Problem, dass ich hier sehr große Ausrisse hätte. Darum beginne ich im 45-Grad-Winkel und gebe jetzt hier mal die ersten Stöße. So, bin jetzt einmal hier drüber gegangen und ihr könnt schon sehen, man nimmt da richtig große, breite Späne ab. Und ich habe jetzt hier in kurzer Zeit schon einmal das komplette Brett übergeschrubbt und schaue mir jetzt einmal kurz, indem ich hier drüber peile, an, wie der Verlauf von diesem Brettchen ist. Ob das jetzt irgendwie gewisse Hochpunkte ab, lege jetzt einmal hier meinen Winkel drüber und indem ich den hier drüber bewege, schaue ich, ob es irgendwelche Hochpunkte gibt. Ich sehe jetzt, dass an dieser Stelle das Brettchen so einen leichten Schwung nach oben hat. Mache mir an der Stelle also eine Markierung. Ja. Und werde jetzt nur mal diesen Teil hier nachbearbeiten. Nur mit ein paar Hobelstößen. Nehme mir nochmal hier an dieser Stelle den Winkel. Peil drüber. Und bin soweit zufrieden. Ja.
Jetzt kann man auch in die andere Richtung nochmal vorgehen, das Brettchen drehen. Brauche ich in diesem Fall jetzt aber nicht. Bin soweit zufrieden. Entsprechend dem Radius, den ich jetzt in meinem Hobeleisen habe, habe ich jetzt auch hier diese leichten Furchen drin. Es kann auch mal passieren, dass sich hier unten in dem Hobelmaul so ein paar Späne noch irgendwie verfangen haben. Kommt jetzt nicht auf die Idee, irgendwie mit so einem Metallgegenstand, ne, vielleicht irgendwie so ein kleiner Schraubendreher oder sonst was dran zu gehen. Nehmt euch einen Bleistift, der ist vorne auch immer schön spitz und dann könnt ihr an dieser Stelle dann die überflüssigen Späne so ein bisschen rauspulen und habt das Hobelmaul wieder freigelegt. So, die Oberfläche ist jetzt soweit abgerichtet. Jetzt wollen wir im nächsten Schritt mit unserem Doppelhobel da drüber gehen und für eine schöne gleichmäßige Oberfläche sorgen. Ich hatte den ja vorhin soweit eingestellt. Und werde jetzt einfach mal meine ersten Stöße geben. Gehe jetzt hier nicht mehr im 45-Grad-Winkel zunächst, sondern lege den hier gerade auf und bewege den hier übers Holz. Wichtig ist, wenn ihr beginnt, habt ihr das Gewicht, ne, mit der Hand und ein bisschen auch mit eurem Körper, verlagert ihr auf den vorderen Teil von dem Hobelkörper. Wenn ihr über das Holz geht, dann habt ihr das Gewicht gleichmäßig verteilt. Und wenn es dann zum Ende unseres Objektes geht, dann liegt das Gewicht nur noch im hinteren Drittel auf. Wenn wir jetzt hier zu viel Gewicht nach vorne hätten, dann würden wir dafür sorgen, dass wir unser Brettchen in diese Richtung immer so leicht abrunden. Und wenn wir hier von Anfang an zu viel Gewicht hinten haben, dann würden wir auch hier dafür sorgen, dass so eine leichte Rundung entsteht. Ja, also im vorderen Teil zu Beginn des Hobelns Druck in das vordere Drittel des Hobelkörpers. In der Mitte gleichmäßig das Gewicht verteilt. Im hinteren Abschnitt habe ich das Gewicht nur hier hinten drauf. Jetzt habe ich hier gerade schon gemerkt, ich kann hier noch keine Späne abnehmen. Das heißt, ich muss das Eisen hier noch mal ein bisschen nachstellen. Es ist immer sinnvoller, sich von kein Span wird abgenommen ranzutasten, als der Span ist zu groß. Ich muss das Eisen wieder zurückklopfen und die ganzen Einstellungen noch mal vornehmen. Mal kontrollieren, ob das wirklich gerade steht. Und jetzt kann ich hier meine ersten Späne abnehmen. Upsala. Ich habe jetzt hier schon meine ersten Stöße gemacht. Diese Furchen, die ich vorher mit dem Schrubbhobel reingemacht habe, die sind jetzt schon rausgeholt. Die Oberfläche glänzt auch schon ein bisschen. Ich habe hier allerdings noch ein paar Ausrisse, die sich vorher durch den Schrubbhobel ergeben haben. Das heißt, so weit werde ich jetzt noch hier rüber gehen, bis ich das hier dann auch abgetragen habe. Wenn wir zu Stellen kommen, wie diese kleinen Ästchen, die wir hier haben, könnt ihr sehen, dass es auch zu Ausrissen rund um das Holz gibt. Gibt es den Trick, dass wir an dieser Stelle den Hobel eindrehen, also auch wieder um 45 Grad, nur unsere Schubrichtung ist nach wie vor linear nach vorne. Ja, also beim Schrubbhobel hatten wir den vorhin im 45 Grad Winkel angesetzt und sind auch immer hier leicht quer zur Faser rübergegangen. An dieser Stelle gehen wir entlang der Faser, aber stellen den Hobel um ungefähr 45 Grad schräg. Werdet ihr merken, dass es wesentlich einfacher geht und dass das Hobelbild auch noch ein bisschen glänzender und glatter wird. Die Oberfläche ist jetzt soweit gehobelt. Und das Wichtigste ist, wenn ihr irgendwie von Hand hobelt, auch von Hand sägt, wir müssen immer wieder nachkontrollieren, ob das auch wirklich so ist, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, hier ist es wirklich wichtig, einen Winkel zu haben, der auch seinem Namen gerecht wird. Und ich kontrolliere an dieser Stelle jetzt immer wieder, ob die Oberfläche hier gleichmäßig plan ist. Wenn ich den Winkel an dieser Stelle auflege, dann achtet mal hier unten auf den Spalt, der sich hier nach und nach ergeben wird. Je weiter ich nach vorne komme, desto mehr Licht fällt hier an dieser Stelle ein. Das bedeutet also, an dieser Stelle habe ich ein bisschen zu viel Druck auf den Hobel gegeben und habe die Oberfläche hier ein bisschen zu viel abgetragen. Jetzt gehe ich hin und markiere mir die Stellen, die ich halt eben abhobeln möchte. Und die Stelle soll im besten Falle unberührt bleiben. Ich habe mir jetzt also die Stellen markiert, die ich weghobeln möchte, konzentriere mich also darauf, nochmal ein bisschen gleichmäßiger den Druck aufzubauen und
diese Stelle hier vorne auszusparen. Ich kontrolliere das Ganze jetzt nochmal und bin damit soweit zufrieden. Unsere Fläche ist jetzt plan und als nächstes wird die Schmalfläche bearbeitet. Die wollen wir natürlich auch erstmal wieder plan kriegen und gleichzeitig noch in den Winkel. Wir schauen uns als erstes auch wieder an, in welche Richtung verläuft hier die Faser. Sehen also tendenziell hier nach unten laufend. Das heißt, wir fangen hier oben an, in diese Richtung zu hobeln. Spanne ich mir jetzt hier hochkant ein und je nachdem, wie groß jetzt hier die Höhenunterschiede sind, würde ich auch wieder meinen Schrupphobel einsetzen. In diesem Falle, weil ich ja mit der Bandsäge schon ein bisschen vorgearbeitet habe, hält sich das aber in Grenzen. Das heißt, ich kann hier direkt mit meinem Doppelhobel anfangen, hier ein paar Stöße drüber zu geben und dafür zu sorgen, dass ich erstmal eine ausgehobelte Oberfläche bekomme. An dieser Stelle werde ich jetzt mit meinem Winkel kontrollieren, ob ich an dieser Stelle hier einen rechten Winkel geschaffen habe. Wichtig ist, dass wir den Winkel auf dieser Seite anlegen, wo ich natürlich schon gehobelt habe. Ja, noch nicht die Seite, die von der Bandsäge noch ganz rau ist. Lege den Winkel also hier an, führe den runter, ziehe den einmal von vorne bis hinten durch. Und ihr könnt es hoffentlich erkennen, wir haben auf dieser Seite hier ein bisschen zu viel Material. Dadurch ergibt sich auf dieser Seite der Lichtspalt. Das bedeutet für mich, auch das kann ich mir noch einmal kurz markieren. Ja, auf dieser Seite muss ich jetzt ein bisschen mehr Material abnehmen. Gerade bei den Schmalflächen tritt dieses Problem häufiger auf, weil man das nie ganz so genau hinbekommt, gleichmäßig den Druck zu geben. Also es gibt immer entweder ein bisschen zu viel Druck rechts, ein bisschen zu viel Druck links. Darum immer wieder mit dem Winkel kontrollieren und so lange nachbearbeiten, bis wir wirklich dann den rechten Winkel an dieser Stelle haben. Ich mache jetzt also konzentriert eher auf die linke Seite, setze ich meinen Hobel auf, gebe auch ein bisschen mehr Druck drauf, um auch nur hier Material runterzunehmen. So, und bevor ich jetzt links wieder zu viel Druck drauf gebe und sich auf der linken Seite dann auch der Lichtspalt bildet und ich immer wieder von links nach rechts hobeln muss, kontrolliere ich lieber regelmäßig nach. Jetzt habe ich genau das passiert, das heißt, ich muss hier noch mal ein bisschen nacharbeiten. Jetzt kontrolliere ich das Ganze nochmal und sehe, dass ich hier keinen Lichtspalt mehr habe. Das heißt, mein Brettchen ist an dieser Stelle jetzt zumindest schon mal im rechten Winkel. Das Ganze markiere ich mir jetzt mit diesem Strich. Ja, und dann weiß ich auch, wenn ich das jetzt mal in die Ecke gelegt habe und später weiter daran arbeitete, ah, okay, auf dieser Seite habe ich jetzt schon meinen rechten Winkel und kann entsprechend weiterarbeiten. Auf dieser Seite der Schmalfläche habe ich jetzt den rechten Winkel schon angehobelt. Das Ganze möchte ich jetzt auf der anderen Seite auch nochmal machen. Vorgehensweise auch hier wieder klar, Verlauf der Maserung ansehen, läuft also tendenziell hier nach unten. Also werde ich auch wieder hier anfangen zu hobeln in diese Richtung. Auch hier wieder erstmal ein paar leichte Stöße, dass die Oberfläche soweit abgerichtet ist und dann mit dem Winkel kontrollieren, ob ich im Winkel auch geblieben bin. Das reicht schon. Ausspannen und kontrollieren. Ja, auch wieder hier auf der linken Seite ein bisschen zu viel stehen gelassen. Auch diese Seite, die ich mir jetzt hier gerade so mühevoll entsprechend im Winkel ausgehobelt habe, wird markiert und jetzt habe ich schon drei Seiten, die im Winkel sind.
Im nächsten Schritt möchte ich jetzt auch diese Fläche natürlich wieder parallel zu dieser Fläche bekommen. Ja. Was ich aber jetzt auch direkt schon machen kann, ist bestimmen, welche Dicke hinter mein Brettchen haben soll. Ich nutze dazu jetzt mein Streichmaß und mein Streichmaß kann ich genau auf die Stärke einstellen, die ich hinterher haben möchte. Hier vorne ist so eine kleine Nadel, hier gibt es eine Rändelschraube, damit kann dann die Nadel arretiert werden. Ich möchte jetzt bei meinem Brettchen hier das Ganze auf 18 mm aushobeln. Das heißt, ich stelle jetzt hier mein Streichmaß auf 18 mm ein. Man kann das Ganze auch immer noch mal kontrollieren, indem man an der Stelle hier seinen Zollstock dran hält und wir sehen, wir sind auf 18 mm. Jetzt lege ich hier an der Stelle mein Streichmaß an. Wichtig ist auch, dass es jetzt hier nicht kippelt, sondern möglichst viel von dieser Fläche aufliegt. Drücke das hier an und ziehe das jetzt zu mir hin. Dann könnt ihr schon erkennen, ich reiße also an dieser Stelle jetzt mein Holz an und habe jetzt hier gleichmäßig meine 18 mm. Drehe das Ganze um. Auch von dieser Seite das Ganze nochmal. Ja. Braucht gar nicht so viel Druck drauf geben. Die Nadel da vorne ist immer scharf genug. Das reicht dann schon. So, umlaufend habe ich jetzt also hier meine 18 mm angerissen. Wer das nicht so richtig erkennen kann, gerade bei hellem Holz nicht immer ganz einfach. Oder bei besonders hartem Holz ist die Druckstelle an der Stelle nicht so tief. Kann man natürlich auch hingehen und das Ganze nochmal mit seinem Bleistift nachziehen. Ja. Auch an dieser Stelle nochmal kontrollieren, in welche Richtung man am besten hobelt. Hier liegen die Fasern jetzt fast gleichmäßig. Leichte Tendenz, ne, dass die hier nach unten auslaufen. Das heißt, ich werde jetzt in dieser Richtung das Ganze aushobeln. So, gleiches Spiel nochmal. Wir haben es aber auch gleich geschafft. Wieder den Doppelhobel ansetzen und gleichmäßig, ne? Erst vorne das Gewicht, dann Mitte gleichmäßig und am Ende wieder Gewicht nach hinten, nach oben rausnehmen und gleichmäßig weiterhobeln. Immer wieder kontrollieren, wie sieht das mit dem Riss aus. Ich sehe also hier, habe ich noch ein bisschen, am Ende habe ich schon ein bisschen mehr runtergehobelt, weil ich ein bisschen zu viel Druck auf den vorderen Bereich gegeben habe. Auf der anderen Seite sieht es ähnlich aus. Auch hier kontrollieren wir mit unserem Winkel, ob das Ganze wirklich gleichmäßig ausgehobelt wurde. Nicht, dass wir in der Mitte schon eine leichte Kuhle rausgearbeitet haben. Sieht aber soweit gut aus. Konzentriere mich jetzt also vor allem auf den vorderen Bereich und werde ungefähr, ja, so im letzten Viertel schon vorher meinen Hobel rausnehmen und nicht mehr bis zum Ende durchziehen. Sonst würde ich an dieser Stelle ja auch immer wieder weiter nach unten hobeln und unter den Riss kommen. Wie ihr sehen könnt, hier ist noch ein ganz klein wenig vom Riss zu sehen. Auf der anderen Seite sieht es genauso aus. Das heißt, ich konzentriere mich jetzt nur noch auf das vordere Drittel, nehme also ab hier schon meinen Hobel nach oben raus und mache jetzt hier wirklich nur noch kleine Stöße an dieser Stelle. So, jetzt noch einmal mit dem Winkel kontrollieren. Sieht gut aus. Ich bin zufrieden. Schau mir das Ganze nochmal von der anderen Seite an und messe das Ganze jetzt nochmal auf beiden Seiten durch. Eigentlich müssten beide Seiten, wenn ich genau am Riss angelangt bin, auch im Winkel sein. Das ist der Fall. Ja, und somit habe ich jetzt hier mein Brettchen fertig. Die Stirnholzenden, die würde ich jetzt noch im Winkel entsprechend absägen. Da machen wir dann vielleicht auch noch mal was zu, wie man mit einer Handsäge wirklich im rechten Winkel arbeitet. Aber unser Brettchen ist jetzt soweit erstmal fertig. Kleiner Tipp noch, gerade wenn es darum geht, besonders große Flächen auszuhobeln, kann es durchaus mal passieren, dass, wenn das Eisen auch nur minimal schräg gestellt ist, sich hier so kleine Linien ergeben. Ja, das bedeutet also, das Eisen war an dieser Stelle leicht schräg eingestellt. Das ist gerade bei großen Flächen auch nicht immer ganz so zu vermeiden. Daher, kleiner Trick, man kann beim Eisen auch links und rechts so einen minimalen Radius anschleifen und der sorgt dann dafür, dass man diese Schaden an dieser Stelle nicht so hat.
Ich hatte euch gerade gezeigt, wie man erkennen kann, in welche Richtung die Fasern laufen. Wenn das Holz schon so ein bisschen verwittert ist, dann ist das nicht immer ganz so einfach festzustellen. Und da hilft einem in der Regel dann auch die Praxis weiter. Ich habe mein Brettchen jetzt hier eingespannt. Die Seite ist erstmal egal. Ich fange jetzt an zu hobeln und werde dann schon merken, ob ich jetzt gegen oder mit der Faser hobel. Ich setze also hier an. Sehe schon, ich habe einen durchgehenden Span. Durchgehender Span und eine schöne, glatte, glänzende Oberfläche. Ich habe also durch Zufall direkt die richtige Seite gefunden. Wir sehen uns jetzt mal an, wie das aussehen würde, wenn ich gegen die Faser gehobelt hätte. Ich merke also schon wesentlich größeren Widerstand und sehe hier schon direkt Ausrisse. Ja, auch wenn ich jetzt hier ein paar Mal drüber hobel, Ausrisse werden nur noch größer. Also hier habe ich gegen die Faser gehobelt und habe dafür gesorgt, dass entsprechend diese Ausrisse entstanden sind. Wenn ich sowas sehe, dann drehe ich mein Holz einfach wieder um und hobel in die andere Richtung. Und nach ein paar Stößen auch hier wieder glänzend glatte, ausrissfreie Oberfläche. Nochmal ein paar Tipps und Tricks, gerade für größere Oberflächen, damit ihr nicht ständig immer wieder zum Winkel greifen müsst, wenn es nur darum geht, ob die Oberfläche soweit schon gleichmäßig abgerichtet ist. Man kann auch an dieser Stelle die Hobelsohle anlegen und hier drüber ziehen und auch da lässt sich dann schon erkennen, ob da ein Lichtspalt sich ergibt oder nicht. Also ob man an gewissen Stellen nochmal ein bisschen nacharbeiten muss. Auch hier lässt sich in der Länge die Hobelsohle so auflegen, um zu kontrollieren, ob da soweit alles, ja, plan abgerichtet wurde. Größere Oberflächen, die bearbeitet man am besten mit so einem großen Gerät hier, das ist eine sogenannte Raubank. Ja, habt also wesentlich mehr Auflagefläche und die Gefahr, dass das Ganze irgendwie anfängt zu kippeln, ist noch mal ein bisschen geringer. Was sich eigentlich nie ganz vermeiden lässt, ist, dass das Ende und der Beginn von so einem Brändchen immer so eine minimale Abrundung bekommen, weil es halt eben schwierig ist, gleichmäßig den Druck so zu verteilen, dass sich diese Rundung eben nicht ergeben kann. Darum ein Tipp an dieser Stelle. Wenn ihr ein Brettchen haben wollt, was 20 cm in der Länge hat, dann schneidet euch das grob zurecht auf 25 cm, hobelt das soweit aus und diese kleinen Rundungen, die sich am Anfang und Ende ergeben, die werden danach weggeschnitten und ihr habt euer Endmaß von 20 cm.